Basisarbeit, Grundlagentraining. Das Grundlagentraining ist das Fundament jeder Leistung. Du solltest probieren, Belastungstage und Entlastungstage zu kombinieren. Dies kann im 2 Tage belasten, gefolgt von einem Ruhetag oder im 3:1 System geschehen. Ähnlich sieht es bei dem Belastungsaufbau in Wochen aus. Versuche 3 Wochen deine Belastung zu steigern, dann folgt eine Ruhewoche. 70-80% deines Trainings sollte im GA1, Grundlagenausdauerbereich, stattfinden. Und erst wenn das Fundament steht, solltest du mit dem intensiven Training anfangen. Gerade bei Grundlagentraining darauf achten, möglichst wenig Leertretphasen zu haben. Abfahrten kannst du zum Beispiel fürs Trittfrequenztraining nutzen. So kannst du wertvolle Trainingszeit dazugewinnen, ohne mehr deiner Zeit zu investieren. Es macht auch Sinn, regelmäßig seinen Leistungsstand zu kontrollieren, um sich vor dem Training in falschen Zonen zu schützen. Zum Beispiel mit einer Leistungsdiagnostik, wie der Insight-Test, den wir bei PMP Coaching anbieten. So erhältst du deine aktuellen Leistungsdaten, bekommst bei der Auswertung noch ein paar Trainingstipps mit auf den Weg. Und falls du Hilfe brauchst bei Trainingsplänen, stehen wir dir gerne auch zur Seite. Mit verschiedenen Coaching-Optionen und einer individuellen Betreuung, bei der du bei uns im Mittelpunkt stehst.